Die Urlaubszeit beginnt und die meisten fahren doch mit dem Fahrzeug außerhalb Deutschlands durch die EU. Und die EU hat zwar vieles mit uns gemeinsam, zum Beispiel den Euro, offene Grenzen, aber gerade im Verkehrsrecht gibt es doch einiges zu beachten. Ein Unterschied ist zum Beispiel das Tagfahrlichtgebot. So haben wir in einigen EU-Ländern andere Regeln als bei uns. Dort gilt zum Beispiel in Bulgarien, Dänemark, Norwegen, Finnland, Slowenien, Tschechien, Schweiz und Ungarn generell tagsüber Tagfahrlichtgebot. In Italien ist es etwas anders. Dort gilt dieses Gebot nur auf Autobahnen und außerorts. Ein kleiner Tipp, wenn Sie sich nicht sicher sind, fahren Sie im Ausland tagsüber generell mit Licht. Ebenfalls zu beachten bei Fahrten innerhalb der EU, es gilt Warnwestenpflicht. Warnwestenpflicht für alle Insassen im Fahrzeug. Die Warnwesten müssen im Fahrzeuginnenraum sein. Warum? Das zeigen wir euch gleich noch. Denn im Falle einer Panne oder eines Unfalls und man muss das Fahrzeug verlassen mit einer Warnweste, wäre das der ungünstigste Aufbewahrungsort. Denn man müsste zuerst auf der Autobahn das komplette Fahrzeuggepäck entladen, um dann an die Warnwesten zu kommen. So wie die Warnwesten gut zugänglich im Innenraum sind, so sollten Verbandskasten und Warndreieck trotz gepacktem Fahrzeug immer gut zugänglich sein. Zum Thema Beladung des Fahrzeuges noch ein paar Tipps. Schwere Gegenstände gehören immer in den Kofferraum. Koffer, schwere Taschen, immer gut in der Mitte des Fahrzeuges verstaut unterbringen. Wohingegen auf die sogenannte Hutablage nur leichte Gegenstände und keine scharfkantigen Gegenstände gehören. Hier darf zum Beispiel eine Jacke liegen. Niemals schwere Gegenstände auf der Hutablage, denn bei einer Vollbremsung würden diese sich zu einem Geschoss entwickeln. Nach der Beladung des Fahrzeuges gilt es allerdings noch einiges zu beachten, denn durch das Erschweren des Fahrzeuges durch mehr Insassen und Gepäck müssen wir den Reifendruck den neuen Gegebenheiten anpassen. Die Daten für den erhöhten Reifendruck finden Sie meistens in den Einstiegsholben oder im Tankdeckel eines Fahrzeuges, in denen je nach Person und Anzahl der Koffer der neue Reifendruck angegeben wird. Für die Fahrt gilt es noch zu beachten, immer noch genügend Flüssigkeit für alle Insassen während der Fahrt mit an Bord zu haben, denn sonst wird die Reise zur Durchstrecke und die nächste Stau- oder Totalsperrung bringt den nächsten Rasthof in unerreichbare Nähe. Wasser ist wichtig für die Konzentration, immer ausreichend an Bord. Dann noch für die Planung der Reise beachten, eventuelle Autobahnvignetten vorher kaufen, denn am Tag der Reise ist das unnötiger Stress. Bitte noch beachten bei Fahrten ins Ausland, die sogenannte Auslandsversicherungsbescheinigung der Kfz-Versicherung besorgen. Früher waren diese Scheine grün, heute sind sie mittlerweile auch weiß und sind durch das internationale Versicherungskarte für den Kraftverkehr gekennzeichnet. Dort sind auch die Länder angegeben, in die sie sich mit ihrem Fahrzeug mit vollem Versicherungsschutz bewegen dürfen. Jetzt könnte es in den wohlverdienten Urlaub gehen, wenn alles gepackt und alles beachtet ist. Ein kleiner Tipp noch. Viele Autohäuser und Werkstätten bieten einen sogenannten Urlaubsreisecheck an. Dort wird nochmal Öl, Kühlwasser und ein paar andere Sachen kontrolliert. Für wenig Geld, kein schlechter Tipp, sollte man machen lassen. Jetzt kann es dann doch in den Urlaub gehen.